ehrlich gesagt nicht so wirklich gut. Bitte alle hier durch. Noch sind alle vier da, das ist sehr gut. Und dann außenrum am besten. So, und du auch mit. Das braune Schaf muss auf jeden Fall noch mit, das ist ein seltenes. So. Dann kommen wir alle mit. Alle vier bitte auch ins Gehege. Ich will euch alle vier da drin sehen gleich. So. Eins ist drinne, zwei ist drinne. Die Nummer drei sollte eigentlich auch gleich folgen. Drei und die Nummer vier ist auch drinne. Sehr schön. So einen Einsatz möchte ich immer sehen von euch, ja? Hatten wir schon. Nehmen wir mal den hier. Hatten wir wahrscheinlich auch schon, aber ist egal. Die Playlist ist heute so leise, ich höre kaum was davon. Aber ich glaube, für euch ist das genau richtig. Du hier, ne? Du sollst auch mitkommen hier. Da. Siehst du das? Und da hinten sieht man das Festland. Voll geil. So im Nebel so ein bisschen noch. Das ist cool. Ja, okay, seit Optifine wieder drin ist, haben wir kaum noch Nebel, weil der Nebel ist ein bisschen abgeschaltet. Den habe ich, glaube ich... Wow. Alter, wie geil es aussieht. So ein Enderman auf dem Baum. Vor allem, wir haben so lange keinen Enderman gesehen irgendwie, ne? Puh. Cool. Und du bist auch drin. Die Mission läuft auf jeden Fall langsam, aber sie läuft. Und ich möchte jetzt keine weiteren Zwischenfälle mit irgendwelchen Monstern haben, ja? Also Tiere, wenn ihr noch irgendwo ein Monster seht, das euch entführen möchte, dann kill it with fire! Und mit euren Hufen. Dann beschmeißt die Monster mit Wolle oder mit Rindfleisch oder so, ist mir scheißegal. Aber wehrt sie bitte ab, ja? So, dann haben wir gerade eben vier Stück geholt auf einmal, das war sehr gut. So, noch irgendwo was? Ich fühle mich irgendwie wie so ein, Retter in der Not hier so, ne? Der die Tiere vor dem Aussterben bewahrt, indem er sie einfach in ein gezäuntes Gebiet, in ein eingezäuntes Gebiet bringt, wo er dann einfach, ja, mit dem Schild. Aber die Hühner haben noch nie auf Weizen reagiert irgendwie, ne? Ne, die haben noch früher mal auf Weizen, die wollten noch mit Weizen mal, konnte man die doch holen. Hä? Weil unser Hausküken hat am Anfang doch auch auf Weizen reagiert oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Das war doch auch so, dass es irgendwie auf Weizen sehr gut zu sprechen war. Und das konnte man damit auch irgendwie holen, oder? Na egal, ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es damals war. Und dann muss ich mal gucken, wie lange Hausküken eigentlich schon bei uns wohnen. Dann kann ich ja bald eine Jubiläums-Zusammenschnittsfolge machen, wo wir dann einfach mal die besten Momente mit ihm sehen. Wäre auf jeden Fall episch. So, ein bisschen von ihm, so. Ah, weg. Weg. Genau. Also es läuft auf jeden Fall so ein bisschen, ne? Ich glaube, hier haben wir fast alles gereinigt, da sind fast alle Tiere wieder da. Dann möchte ich aber auch alsbald wieder beginnen mit dem Bau meines kleinen Bunkers. Durchgang ist und das wird auch gar nicht so lange dauern. Das ist in ein paar, ja, paar Minuten wahrscheinlich nicht, aber in 10 bis 15 Minuten ist es sowieso fertig. Das wird nicht mal eine Folge dauern wahrscheinlich. Hier ist irgendwie überall gar nichts mehr. Wir haben noch so viel Land hier, was wir bebauen können. Das ist voll cool eigentlich. Dieses ganze, guck mal, hier ist eine riesige Fläche. Ich glaube, hier wollte ich ja die Erntemaschine drauf bauen, oder? Wollt ihr das nicht? Wollte ich das nicht? Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr es wahrscheinlich noch. Also diese Fläche wäre ja perfekt dafür geeignet. Also wenn ich nicht schon früher gesagt habe, hier wird auf jeden Fall die Erntemaschine gebaut, wenn sie gebaut wird. Und ja, freue ich mich schon drauf. Oder wollte ich es eigentlich dann da drüben bauen? Ich wollte es, glaube ich, eigentlich wollte ich es da drüben bauen, oder? Ja, lohnt sich auch eh mehr. Und hier, was soll das eigentlich? Ach, das haben wir gar nicht zugebaut, ne? Weil uns damals die Erde gefehlt hat. Tja, so schnell geht's. So, das ändern wir natürlich sofort. Wir werden sowieso gleich Unmengen an Erde dazu bekommen, wenn wir erstmal den Graben ausgehoben haben.
Nein, bitte reich aus. Bitte reich aus. Ich steinige mich, wenn es nicht ausreicht. Ja, es reicht aus. Und zwar... Genau. Perfekt. Das habe ich natürlich sofort einkalkuliert. Das habe ich mit meinem allwissenden Auge natürlich sofort gesehen, dass es ausreichen wird. Boah, ey, das ist nicht wahr. 5-mal oder 6-mal hat er schon geklingelt. Jetzt das Telefon. Regt mich nur auf, wirklich. Nur. Boah, nee, ey. Kannst ja wirklich keinem erzählen. Hier noch irgendwo ein Tier. Ich glaube, das ist eigentlich alles fast... dass wir fast alle Tiere schon haben. Da drüben war noch irgendwie ein Schaf. Ich weiß es genau. Ja, es hört auch gar nicht mehr auf zu klingeln. Na, jetzt auf einmal. So. Hier noch irgendwo was? Ach, wir waren auch lange nicht mehr hier in der Gegend. Na gut, doch kürzlich waren wir hier. Aber davor waren wir lange nicht mehr hier. Das ist wirklich... Wow. Nee, wir haben alle Tiere erfolgreich eingesammelt. Unser Haus. Oh, ich gehe mal wieder an die historische Stelle zurück, wo wir damals waren und unser Haus quasi dann den Ort für unser Haus entdeckt haben, wo wir die Insel entdeckt haben und dann entschieden haben, da wollen wir bauen. Also ich mit SmaxLP zusammen und wir als Community natürlich auch. Wir haben das alle so schön gesehen. So, und ich war hier auf dem, oder war ich da drüben? Es kann auch sein, dass ich da drüben war und gerade so den Baum abgehakt habe. Aber das ist ein historischer Baum, glaube ich. Den haben wir irgendwann mal abgehakt und haben wir nicht zu Ende gemacht. Der bleibt als Denkmal stehen. Ich glaube, wir waren nämlich hier und haben dann von hier aus gesehen, oh, die Insel ist ja geil. Und von hier aus sieht man auch schon, was daraus geworden ist, oder? Wow. Not bad. Da wird gleich mal ein Close-Up von gemacht. Moment. Ja, ich bekomme es ganz drauf, krass. Habe ich Shader dabei? Nö. Egal, Moment. Ist ja wunderbar. Schön einfach, dieses Bild, dieser Frische. Wunderbar. Und da drüben ist auch noch ein Baum. Ich glaube aber, das ist ein Baum, der sowieso einen Holzstamm hat. Ja, hat er. Der Baum hat einen Stamm. Dann ist okay. Riesiges Ding eigentlich. Und es wird passen, glaube ich, gleich Nacht. Sehr schön. Und hier ist es nochmal gleich dunkler als an Land. Ist ja cool. Hui. Ich finde diesen Übergang voll geil. Von da, von diesem Rötlichen ins Bläuliche über. Das finde ich gelungen irgendwie. Ich mag das. Hat Honeyball gut gemacht mit den Animationen so. Sieht schon ziemlich gut aus eigentlich. Relativ lebensecht. Vor allem bei mir geht ja auch gerade die Sonne unter. So, naja, die Dämmerung setzt langsam ein. Noch ist es relativ hell. Wir haben jetzt ja gerade 18.35 Uhr, also langsam wird es dunkel. Sieht toll aus irgendwie, ne? Ja, finde ich auch. So. Dann erstmal schlafen gehen, damit wir nicht gerade wieder von Monstern angegriffen werden, wenn wir es nicht wollen. So. Und dann wird auf jeden Fall gleich in der letzten Folge wahrscheinlich noch die in der Aufnahme hier ein... bisschen am Bunkertunnel rumgeschraubt, denn der wird auch noch fertig. Keine Sorge. Schaufel. Die Wolle muss auf jeden Fall wieder rein hier. Geht ja nicht. Oh ja, und dann wird auch bald wieder, ja, am Haus weitergebaut, aber wir haben ein kleines, großes Problem, denn wir wollen ja am Haus weiterbauen. Dafür brauchen wir Redstone und um Redstone zu bekommen, müssen wir in die Höhle gehen. Ja, sehr doof. Aber, das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir in die Höhle gehen, dann werden wir wahrscheinlich sterben. Und wir wollen ja verzaubern. Aber wir wollen ja erst verzaubern mit dem Zaubertisch, wenn wir die zweite Etage gebaut haben. Und die können wir wiederum nur bauen, wenn wir Redstone haben. Und da müssen wir in die Höhle gehen, dann werden wir wieder sterben. Und es ist eine Kettenreaktion des Todes und da haben wir jetzt ein kleines Problem. Oder wie Lars und Dan sagen würden, ein kleines Demurti. Und das müssen wir halt irgendwie regeln. Ich glaube, zugunsten dieser Tatsache werden wir wahrscheinlich auf die zweite Etage verzichten. Also wir werden natürlich nicht verzichten auf den Bau der zweiten Etage. Aber wir werden auf jeden Fall auf... Oh, ich habe zu wenig Holz. Wir werden auf jeden Fall auf die... Ja. Den Bau des...
den Zaubertisches in der zweiten Etage verzichten müssen, denn das geht so nicht. Der wird wahrscheinlich dann noch früher irgendwo gebaut. Der muss dann wohl oder übel in die erste Etage gesetzt werden. Oder wir machen einfach nur den kleinen Teil von der zweiten Etage und setzen dann da den Zaubertisch hin. Und ja, da geht's natürlich auch. Ich wollte das braten, ne? Das habe ich vergessen. Sorry. Wollte ich nicht vergessen. Okay. Oh, wir haben kein Holz mehr. Ich bin ja auch wirklich der Schlauste. Dann heißt es jetzt Holz hacken. Ach ja, wie schön es doch ist. So. Ich hoffe nur, es wird gleich wieder irgendwie Nacht oder sowas. So. Braten. Kohle, noch 7 Stück haben wir. Wird wahrscheinlich reichen. Ja, wird auf jeden Fall reichen. So, wie viel brauchen wir denn? Ja. 5 davon brauchen wir. So. Dann brät es jetzt auf jeden Fall durch und dann gehen wir mal nach oben. Ui. Schön tief tauchen. So. Das wird auf jeden Fall spannend. Oha, unser Vorrat von Kartoffeln ist aber auch schon ganz schön erschöpft irgendwie. Ist ja nicht so schön. Das gefällt mir gar nicht. Will ich auch nicht wieder sehen. Und ja, ohne Boot dauert es länger, aber wir haben halt einfach keine Wahl. Das geht so nicht. Also zuerst graben wir den Tunnel aus und danach machen wir noch Holz drum als Verzierung, damit es ein bisschen cool aussieht. Es muss ja auch gut aussehen irgendwie, ne? Man kann es ja nicht so ganz kleinlich lassen. Es soll ja auch extravagant aussehen. Es muss ja unserem Standard entsprechen, den wir ja schon besprochen haben. Es muss ja unseren Standard haben und das hat es nicht, wenn da kein Holz ist. Ich meine, wenn alles aus Holz besteht, warum soll dann nicht auch der Gang aus Holz bestehen? Und schon wieder fast alles reif. Das ist der Wahnsinn. So. Und das wird erstmal gegraben. Dann wollen wir nämlich hier nochmal wieder... Da wird sowieso Holz hinkommen. Und zwar nämlich von dem hier wird da ein bisschen was hinkommen. So, so. Da wird das nämlich zugemacht, der Gang. Aber der wird... Also am Ende wird es so aussehen, dass da hier noch Holz ist, wenn der Gang fertig ist. Weil dann brauchen wir nämlich den Aufstieg hier sowieso nicht mehr, weil wir den Gang dann da drüben haben. Und der muss genau... Ich guck mal kurz. Wie muss denn der sein? Der ist genau hier, exakt da. Das heißt also, wir müssen... Mal gucken, wo ist denn der... Die Koordinate für zurück? Das ist die... Hier, minus 85 auf jeden Fall. Okay. Ganz wichtig, wir müssen auf minus 85 kommen. Und dann haben wir es. Unser Ziel ist auf jeden Fall minus 85. Dann geht's jetzt los. So, wir sind auf minus 71, 72, okay. Dann ist der Gang ja doch recht lang eigentlich, ne? Boah, so 10 Blöcke. Ist schon relativ lang. Hier fängt auch schon die Erde wieder an, natürlich. Und gleich dürfte das Wasser auch von oben reinkommen, oder? Wobei, nee, dürfte es gar nicht, weil da ein Cobblestone vor ist. Also kein Wasser von oben. Ich bin eigentlich dumm, die Koordinaten stehen ja auch bei der Minimap, ne? Wie dumm von mir. Fackel bitte. Ein bisschen Licht schadet auf jeden Fall nicht für die Zuschauer und für mich. Und dann davon und hier. Ja, noch ein Block und dann haben wir es. Da müsste jetzt gleich ein Cobblestone kommen von oben. Oder auch nicht. Okay. Aha, ist es der Cobblestone? Ist es der Cobblestone? Ja, yep, perfekt. Also das ist unser Gang hier und das Kohle. Scheiße, jetzt müssen wir die ganze Kohle wieder ausgraben. Jetzt kommt meine Sucht nämlich wieder zum Vorschein. Scheiße. Nein, da ist locker richtig viel Kohle. Ja, ja. Hatte ich auch gar nicht so anders erwartet. Oh Mann, oh. Das finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch. Alles voller Kohle. Na super. Kann mal wieder dauern. Und wir sind nicht in der Mine drin. Das ist schon komisch, dass wir jetzt wieder Kohle abbauen müssen. So, war es das doch mal? Oder ist da noch mehr?
Das war's, glaube ich. Ja, okay, das war's auf der, von der Seite.